Auf dem sechsten Platz finden wir etwas, das eigentlich kein richtiges Stück ist, sondern eher ein vager und mutiger Versuch, die Erwachsenen auch fürs Keduma Marionettentheater zu begeistern. Nachdem leider der Keduma Adventskalender für Erwachsene richtig floppte. Es war ein richtiger Reinfall. Doch mit der ersten Keduma Karnevalssendung machte man das alles wieder gut. Hier ist also Platz Nummer 6. Keduma Alaaf. Moderne Märchenversionen, Persiflagen, Büttenreden und Witze, die ab und an unter die Gürtellinie gingen, war das Erfolgsrezept für die erste Karnevalssendung überhaupt von Keduma. Keduma Alaaf. Ein bunter Mix für die Erwachsenenfans. Ja, Keduma Alaaf, das war schon schön. Das hat richtig Spaß gemacht. Nun, es hat ja schon seine Zeit gedauert, ne? Also, da musste sehr viel Zeit zum Drehen investiert werden. Die Gags mussten geschrieben werden. Und wir halfen natürlich alle mit. Aber dennoch ging verdammt viel Zeit drauf. Mehr als sonst bei irgendwelchen Keduma-Stücken. Aber der Spaß, der hat uns immer angetrieben. Und ich bin ja auch mit einer Büttenrede im Keduma Alaaf zu sehen. Also das hat mir schon richtig Freude gemacht, nachdem ja leider der Keduma Adventskalender für Erwachsene ein voller Flop war. Na, dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als abzuwarten und zu hoffen, dass es auch einen zweiten Teil von Keduma Alaaf gibt. Und dass dieser dann nicht so ein Griff ins Klo wird, wie der Keduma Adventskalender für Erwachsene. Auf dem fünften Platz finden wir unter anderem diese Wasserburg wieder. Denn die hat etwas mit der Geschichte zu tun. Als man damals den ersten Teil machte, hatte man noch gar keine Ahnung davon, dass dies der Beginn einer erfolgreichen Keduma-Saga werden sollte. Die Fans, die fingen schon vom ersten Moment an Hoppel, den Osterhasen und Ottilie, das Osterlamm, zu lieben. Berechtigterweise kommt da der erste Teil auf Platz 5. Hier ist er also, Hoppel und der Eierdieb. Na dann mal. Fröhliche Ostern! Das Leben auf der Osterinsel ist für Osterhase Hoppel und Osterlamm Ottilie einfach göttlich. Nie gibt es Probleme und immer ist alles in bester Ordnung. Zumindest bis zu dem Tag, wo kurz vor dem Osterfest ein geheimnisvoller Dieb alle Ostereier stiehlt. Was? Unser allererster Teil ist auf Platz 5? Oh, das finde ich aber mal toll. Ja, also, wir und der Rest von Keduma, wir haben zu dem Zeitpunkt ja überhaupt nicht daran gedacht, dass wir mal so beliebt werden könnten, besonders bei unseren jüngeren Fans. Aber es ist ein richtig tolles Gefühl. Und nach 6 Teilen immer noch Spaß
an der Rolle zu haben. Also das heißt schon was. Ich freue mich auf jeden Fall für unseren Platz Nummer 5. Das ist ein ganz vernünftiger Platz. Am Ende schaffen es Hoppel und Ottilie mit vereinten Kräften doch noch, den Eierdieb zu entlarven und die Ostereier wieder sicher zurück zur Osterinsel zu bringen. Kommen wir nun zu einem winterlichen Thema. Denn was wäre schon unser schönes Kedumer Marionettentheater ohne eine vernünftige Weihnachtsgeschichte? Eine Weihnachtsgeschichte, die jedoch nicht wie jede andere, sondern etwas ganz Besonderes ist. Eine Geschichte, die lustig, spannend, erheiternd und dennoch bis zur letzten Minute aufregend und spannend ist. Das dachten sich auch die ganzen Fans dieser Geschichte. Und so kam diese Geschichte, berechtigterweise, wie ich finde, auf Platz 4. Hier ist also ihre besondere Weihnachtsgeschichte: Der kranke Weihnachtsmann. Als Weihnachtsmann ist man immer im Stress, besonders wenn man sich kurz vor dem Weihnachtsfest das Bein oder den Fuß bricht. Glücklicherweise hat der Weihnachtsmann zwei Freunde, die ihm helfen. Den Oberweihnachtself Fritz und den Weihnachtssack Bartholomäus, die für den Weihnachtsmann eine Art Double fürs Weihnachtsfest suchen sollen. Der kranke Weihnachtsmann? Oh ja, das ist wirklich eine schöne Geschichte. Obwohl man sehr viel Sitzfleisch für die Geschichte haben muss, zumindest als Zuschauer. Denn sie ist nicht gerade die kürzeste Geschichte, die unser Marionettentheater vorweisen kann. Dennoch ist sie wunderbar und zauberhaft gemacht, besonders als Film. Sie ist nämlich der einzige Zweiteiler. Es gibt zwar viele Geschichten mit Fortsetzung, aber der kranke Weihnachtsmann ist der einzige Zweiteiler. Und auch der einzige, oder die einzige Geschichte vielmehr, wo man mich sehen kann. Später schaffen es Fritz und Bartholomäus dann also doch noch, mit ein bisschen Weihnachtszauber ein passendes Double für den Weihnachtsmann zu finden. Und sie finden außerdem heraus, warum der Weihnachtsmann diesen Unfall hatte. Der war nämlich geplant. So langsam wird es eng mit den Platzierungen, denn es stehen nur noch 3 Plätze offen. Doch welche Stücke waren jetzt eigentlich nochmal von Platz 10 bis 4 dabei? Schauen wir sie uns doch noch einmal kurz an. Auf Platz 10 die Fortsetzung von Der Teufel und der arme Mann, Neues vom Teufel und dem armen Mann. Auf Platz 9 die ungewollte, aber erfolgreiche Fortsetzung, Das Gespenst mit der Krone 2, die Entführung des Königs. Auf Platz 8 der erfolgreiche erste Teil, Das Gespenst mit der Krone. Auf Platz 7 das allererste Stück vom Kedumer Marionettentheater, Der Teufel und der arme Mann. Auf Platz 6 der erfolgreiche Versuch, Kedumer Alar. Auf Platz 5 der Beginn einer Kedumer-Saga, Hoppel und der Eierdieb. Und auf Platz 4
die etwas andere Weihnachtsgeschichte, der kranke Weihnachtsmann. Wer kennt dieses Bett auf dieser Kiste nicht? Nun, sicherlich alle Keduma-Fans, die unter 12 Jahre sind. Denn auf dem dritten Platz befindet sich eigentlich eine dramatische Geschichte. Doch durch die einzigartige und drollige Art von Gevatter Hein wird sie doch noch zu einer Tragikomödie. Die Geschichte über einen Tod, der etwas Sinnvolles für die Menschheit macht. Hier ist nun also ihr Platz Nummer 3, ein zufälliger Erfolg. Gevatter Hein. Eigentlich ist Gevatter Hein nur für den Tod von Tieren und Pflanzen verantwortlich. Doch das ändert sich schnell, als plötzlich die Pest über die Menschheit hereinbricht. Gevatter Hein soll gegen die Pest kämpfen. Doch hinter der Pest steckt die gefürchtete Frau Hippe. Ich bin Hein, Gevatter Hein, mit der Lizenz zum Töten, nicht? Tja, das war schon was Tolles, ne? Da den Tod Gevatter Hein zu spielen. He, ja, die Rolle, die war nicht gerade schwer, denn ich hab mir ja nur selber gespielt, nicht? Und das hat richtig Fun gemacht, richtig Spaß. Und dann noch mit meinem plattdeutschen Akzent hat das ganz gut hingehauen, wa? Ja. Nun, am Anfang, als ich das Drehbuch gelesen habe, war ich etwas stutzig, denn so eine Geschichte für ein Marionettentheater zu machen, das kam mir ein bisschen komisch vor. Aber mit meiner speziellen, lustigen, eigenen Art habe ich das Ganze ja nochmal gut gedeichselt, wa? Und ja, das denken wohl auch die Fans. Ansonsten wäre Gevatter Hein ja wohl nicht auf Platz 3 hier kommen. Und vielleicht kommt ja auch bald ein zweiter Teil. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht mit dem ersten. Na dann, schauen wir mal, was die Zukunft bringt, ne? Natürlich gewinnt Hein am Ende den Kampf gegen Frau Hippe. Doch da Tode nicht in der Lage sind, andere Tode zu töten, nimmt Hein die Sense von Frau Hippe und tötet sie so mit ihren eigenen Waffen. So beweist auch Hein, dass er ein guter Tod ist und der Menschheit eigentlich nur helfen will. Eigentlich haben ja Ostern und Weihnachten nichts miteinander zu tun. Es sei denn, Sud James hat da seine Finger im Spiel. Eine eigene, aber gelungene Kombi. Platz 2, Hoppel hilft dem Weihnachtsmann. Kurz vor dem Weihnachtsfest bekommt Hoppel vom Oberweihnachtself Fritz einen Brief. Der Nordpol braucht dringend Hoppels Hilfe, denn der Weihnachtsmann ist plötzlich spurlos verschwunden. Klar, dass Hoppel nicht lange zögert und zur Hilfe kommt. Oh ja, das war schon eine lustige Geschichte.
Ja, ganz toll gemacht. Und dann noch die Idee, Weihnachten und Ostern unter einen Hut zu bringen. Eine interessante Kombi, doch die hat mir auch gefallen. Nun, in Hoppel hilft dem Weihnachtsmann, habe ich zwar auch mitgewirkt, doch ich finde, den Erfolg dieser Geschichte verdanken wir eigentlich Hoppel und Ottilie. Dennoch freue ich mich, dass diese tolle Geschichte es auf Platz 2 geschafft hat. Herzlichen Glückwunsch! Das ist mal wieder der Beweis, dass Ostern und Weihnachten wohl doch etwas miteinander zu tun haben und auch hin und wieder zusammengehören sollten. Dank der Hilfe von Hoppel und Ottilie kann das Weihnachtsfest dann doch noch pünktlich stattfinden. Ja, anders hätten wir es auch nicht gewollt. Jetzt kommen wir endlich zum Platz Nummer 1. Wenn man sich so mal den Hintergrund anschaut, dann bräuchte ich eigentlich nicht so viel über den ersten Platz sagen. Außer vielleicht, dass Keduma sehr viele Ritter- und Mittelalter-Fans hat. Hier ist also ihr Platz Nummer 1. Haushoch gewonnen hat, Hoppel will Ritter werden. Hoppel und Ottilie spielen Mittelalter. Hoppel spielt einen Ritter und Ottilie muss eine Prinzessin spielen. Dies kriegt der Drache Draco zufällig mit, meint Ottilie wäre eine richtige Prinzessin und entführt sie deshalb. Wir sind auf dem ersten Platz. Ey, ich werde nicht mehr. Ja, das ist doch mal eine tolle Überraschung. Und dann noch mit so einem schönen Stück. Ja, Hoppel will Ritter werden. Das Stück hat richtig viel Spaß gemacht. Hat zwar auch eine heiden Arbeit gekostet, das ganze Drehen und das Text auswendig lernen und das Casting und so. Aber ja, es scheint sich gelohnt zu haben. Und den Fans gefällt ja dann auch unsere Arbeit. Also vielen lieben Dank für den ersten Platz, ja, dafür, dass wir das beliebteste Keduma-Stück sind. Vielen lieben Dank. Und wenn man 6 Stücke schon mitgemacht hat und immer nur denselben Charakter spielt, dann merkt man das auch durch die Fans, dass die Fans einen sehen wollen. Da fühle ich mich hier sehr geehrt. Doch ich denke mir mal, es gibt noch so viele andere schöne Stücke, die Fortsetzungen verdient haben, dass ich mir mal denke, dass es keine weitere Fortsetzung von Hoppel geben wird. 6 Teile sind sehr viel und es war eine schöne Zeit und dafür vielen lieben Dank. Und so sieht man uns ja auch immer noch auf den Live-Auftritten. Also ganz verschwunden sind wir, also Ottilie und ich, vom Keduma Marionettentheater. Natürlich nicht. So, und jetzt schnappe ich mir meine Crew und werde jetzt erstmal einen trinken. Zur Feier des Tages, versteht sich. Und vielleicht auch die ein oder andere Maurübe essen. Klar, ich bin ja nicht umsonst der Osterhase. Hoppel findet das Versteck von Draco, kitzelt diesen dann bis zur Bewusstlosigkeit aus und befreit dadurch auch noch die arme Ottilie. Der König von der Insel, wo Draco lebt, ist so begeistert von Hoppels heldenhaften Mut, dass er ihn offiziell zum Ritter schlägt. Und so wird Hoppel dann doch noch zu einem richtigen Ritter.
Ja, das war's dann also mit den erfolgreichsten Keduma-Stücken. Ich bedanke mich bei der Crew, bei Luzi und vor allem bei Ihnen fürs Zuschauen. Also dann, tschüss und bis zum nächsten Mal.